Ja, an dieser Stelle, ich habe mich etwas tiefer mit dem Thema YouTube beschäftigt und muss etwas Erschreckendes bemerken. Ein anderer telemedialer Freund hatte auch dasselbe Wort verwendet und hier kommt es jetzt. Eine Alarmnachricht. Danke. Eine Alarmnachricht. Es droht Gefahr auf YouTube der Entseelung. Als wir vor ein paar Jahren auch begonnen haben, uns mit YouTube auseinanderzusetzen, haben wir eine sehr individuelle Plattform vorgefunden, wo man sehr individuell seinen Kanal gestalten konnte. Heute hat er viel mehr Statik bekommen und früher war YouTube nicht nur eine Plattform, wo man Videos reinstellte, sondern auch eine Plattform, wo man Videos anguckte. Ja, aber für die YouTuber, die Kanäle installiert haben und nicht nur konsumieren, für die Kanalbetreiber gab es drei, vier Ebenen. Es gab die Interessenebenen für die Abonnenten. Es gab, also die gibt es heute noch, aber es gab viele Kanäle, die haben nur Dinge von anderen Kanälen zusammengesammelt, haben gar nichts Eigenes hochgestellt, keinen eigenen Content, sondern haben den Content für sich sortiert nach Musik und nach Zielgruppen, gerade für spirituelle Dinge, für unterschiedliche Zielgruppen. Und diese Ebene der Kommunikation, dann gab es diese Ebene der Freunde auf YouTube und die Anzahl der Freunde wurde angezeigt. Und dann natürlich für die Leute, die manche Themen, es gab einige Foren, die haben sich einen YouTube-Kanal aufgemacht, um mitdiskutieren zu können in dieser Community und haben weder Videos hochgeladen noch irgendwelche Favoritenlisten aufgebaut. Aber sie haben in den Kommentarlisten kräftig diskutiert, was sich auf unserem Hauptkanal getan hat. Leider hat sich da auch für uns das Ranking verschlechtert, weil es wurde auf den umliegenden Feldern sehr viel kommuniziert und der eigene Sinn, dass eben die Kommentare, die die Meinung zum Kanal zum Ausdruck bringen soll, dort nicht war. Das hat auch insgesamt irgendwann aus vielen anderen Gründen wahrscheinlich YouTube nicht mehr gefallen. Und irgendwann waren sie weg. Die Anzeige, wie viel Kanalaufrufe. Da hat sich noch derjenige, der nicht mal einen Film hochgeladen hat oder auch nicht Playlisten aufgestellt hat, nur durch Diskussionen in den Chats hunderttausende Kanalaufrufe generieren können. Man hat gesehen, dass er in Sachen Diskussion noch eine Relevanz aufbaut. Diese Zielgruppe wurde entseelt. Also einen Kanal kann man natürlich immer noch machen, nichts reinschreiben, nichts reinstellen und nur mitschreiben. Aber für die Menschen, die das was bedeutet hat, eine emotionale Zahl, an der man sich freut, ist weg. Da sind wir wieder beim Punkt Deutschmarkt. Das kommt schon in die Richtung dieser Emotionen. Das Zweite, wir hatten, glaube ich, bei Kanal Telemedial gerade mal 35.000 Freunde und auf einmal gab es die nicht. Ja. Wenn man heute die Freunde sucht, dann ist es sehr schwer, die zu finden. Also, wenn ihr sie noch nicht gefunden habt, die meistens wissen es, ich kann es euch kurz zeigen, wenn ihr auf
euren Haupt, auf euren Kanal geht und dann auf dem Kanal auf Posteingang geht, könnt ihr unter Posteingang ganz unten Adressbuch finden. Wenn ihr dort das Adressbuch öffnet, steht bei uns noch hier oben links 5000 Kontakte. Und jetzt wird es richtig ungemütlich. Also wir haben hier eine relativ schnelle 32 MB Internetleitung. Können wir hier jetzt dann diese Liste dieser Kontakte anklicken. Die Kontakte sind nur die Kanalnamen von YouTube. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Kontakte zu löschen oder sie zu blockieren oder denen ein E-Mail zu schreiben. Da kann man leider nicht irgendwie, kann man da mal jetzt genau drauf gehen, relativ nah ran. Hier kann ich jetzt, wir haben da wie gesagt 35.000 Freunde und Datensätze. Wenn ich die ankontaktieren will, dann kann ich hier einzeln 25 bis maximal 25 Kontakte markieren und die dann anmailen. Es hat sich ein Kontakt abgemeldet und man sieht 5000, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die von mir markierten 10 Stück auf Löschen gehe, dann löst es die jetzt mal in aller Ruhe ganz langsam. Und danach füllt sich das natürlich auch wieder auf, weil die weiteren 30.000 Datenkontakte dahinter nachgeladen werden. Das System steht. Also YouTube sagt, sie sind da schnell. Jetzt geht es wieder weiter. Also es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, die Kontaktlisten, die man hat, zu aktivieren. Wenn ich ein neues Video habe, ist mir die Möglichkeit genommen, meine 35.000 Freunde zu informieren. Und strategisches Interesse von YouTube natürlich, die wollen eher, dass wir bei denen Werbung kaufen, damit der Kanal weitergeht. Da denke ich, dass man da sehr aufpassen muss, dass die Rankingzahlen nicht überschätzt werden. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel in YouTube gearbeitet und unsere Kanäle sind auf automatisch starten gestellt, wie wahrscheinlich die meisten. Das bedeutet, hier kann dir sehr leicht passieren, dass ganz viele Werbung dich beballert, wenn du da auf deinen Kanälen immer arbeitest und die designst und sortierst. Und diese Werbung, die wird dann immer nur noch angeklickt und ist eigentlich nicht ein wahrer Werbeeffekt. Aber das ist die Philosophie von YouTube. Aber wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr dann mit Liebe so einen Kanal aufgebaut habt, viele haben auch Urheberrechtsverletzungen gemacht, auch unter anderem einige telemediale Freunde und die haben dann den Kanal dicht gemacht bekommen. Sehr, sehr viel Arbeit und ich finde es schon hart, wenn man so viel Arbeit da reinsteckt und irgendwann ist einfach weg. Und das will ich euch sagen. Wenn ihr auf YouTube etwas tut, seid euch im Klaren drüber, dass es euch nie gehört und nie gehört hat. Ihr geht auf eine Plattform, wo euch jemand eine Spielwiese hinstellt, wo ihr euer Talent, eure Sachen entfalten könnt, aber es gehört nicht euch. Bildet euch um Himmels Willen nicht ein, dass wenn ihr ein YouTube-Konto habt, dass euch der Kanal gehört. Dort stelle ich eine Entzählung fest, also erst wurden die Anzahl der Aufrufe rausgenommen, dann die Anzahl der Freunde, die ganze Freundelisten wurden rausgenommen, Freunde und Abonnenten waren noch nicht dasselbe.
jetzt sind aus Freunden Kontakten geworden und auf diese Kontakte kann man nicht mehr wirklich zugreifen und kann man nicht mehr wirklich im Fluss halten. Und die Gespräche oder die Kontakte. Und der andere Punkt, den ich jetzt sehr nachsehe, dass auch die Individualisierung in der Februarausgabe auf YouTube mit den Hintergrundmotiven verschwindet.